So, da bin ich wieder mit dem Thema Haartransplantation und heute soll es um die Vorbereitung auf die OP gehen. Ihr habt jetzt also einen Arzt gefunden, den ihr in der engeren Wahl habt. Dann kontaktiert ihn. Er wird euch dann um Bilder bitten, möglichst aussagekräftige Bilder, um euch einen Kostenvoranschlag oder Angebot zu erstellen. Wenn ihr das persönlich machen könnt, ist es natürlich umso besser, wenn das die Entfernung zulässt. Ansonsten müsst ihr es halt wie in meinem Fall per Mail hinschicken. Ich habe dann die Bilder hingeschickt und auch Fragebögen zu meinem Gesundheitszustand ausgefüllt und habe dann einen Kostenvoranschlag bekommen, wo drin stand, was soll die OP kosten, was kostet die Unterbringung im Hotel und ja, den Flug musste ich halt selber tragen. Wenn dann noch Fragen bestehen, kann man die natürlich stellen. Ich habe dann einige Details mit dem medizinischen Koordinator abgeklärt. Das waren aber eher Fragen zur Organisation, weil ich wollte eine gewisse Sicherheit erlangen, bevor ich da einfach in ein fremdes Land fliege. Die OP-Fragen an sich konnte ich schon ganz gut mit meinem Kollegen abklären, der das ganze Prozedere dort bereits schon hinter sich hatte. Von daher hat er mir da schon ein Stück weit Sicherheit gegeben und das war, denke ich, auch gut so. Nachdem ihr euch den Kostenvoranschlag, das Angebot angeschaut habt und das für gut befunden habt, könnt ihr das natürlich bestätigen. In dem Moment, wo ihr das bestätigt, geht es darum, jetzt einen Termin zu finden. Sollte das erledigt sein, wird euch die Klinik bitten, eine Vorauszahlung zu tätigen. In meinem Fall waren das 500 Euro. Das entsprach ungefähr 20% der Gesamtkosten. Ich denke, das ist in Ordnung. Dann habe ich alle Unterlagen zugeschickt bekommen. Das heißt also, wie soll ich mich vor der OP verhalten? Währenddessen, was habe ich mitzubringen? Beziehungsweise der größere Teil, wie soll ich mich danach verhalten? Außerdem, ganz wichtig, wie soll ich den Flug buchen und die ganzen organisatorischen Sachen rund um Anreise, Abholen vor Ort und Abreise. Das war ganz wichtig, weil es gibt einem so ein Stück weit Sicherheit, wenn man immer weiß, wann man was tun soll. Halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich habe dann natürlich in Vorbereitung auf die OP mich an alle Sachen gehalten und habe euch mal hier aufgeschrieben, was das so war, was da drauf stand. Nehmen Sie bitte keinen Alkohol und keinen Aspirin oder andere Medikamente zu sich. Ich denke, das ist klar, dass man nicht unbedingt kurz vor einer OP dann blutverdünnende Medikamente zu sich nimmt. Benutzen Sie keine Haarlotion, die auf die Haut einwirkt. Wenn Sie chronische Krankheiten wie Herzinfarktgefahr, Blutdruckprobleme, Diabetes oder Magenprobleme haben und dafür Medikamente benutzen, melden Sie uns das bitte und besprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ist, denke ich, auch klar, obwohl ich sagen muss, dass solche Sachen schon in dem Fragebogen, den man vorab zugesendet bekommt, beantwortet werden. Also wenn ihr irgendwelche Krankheiten habt, dann wird es auch vorher abgeklärt. Ganz wichtig, zwar nicht lebenswichtig, aber ganz, ganz wichtig, bringen Sie ein Nackenkissen mit. Ja. Zum Nackenkissen muss ich sagen, habe ich mir ein kleines bei eBay bestellt. Schaut aus wie so eine etwas größere Halskrause, ist aber echt Gold wert. Für die OP braucht ihr das nicht. Ich dachte immer, man braucht es für die OP, aber es ist halt danach zum Schlafen echt wichtig, weil ihr könnt nur auf dem Rücken schlafen und dürft halt nicht an die Stellen rankommen. Und es ist schon sehr, sehr nervig, aber irgendwie, wie immer im Leben, gewöhnt man sich an alles. Bringen Sie ein Stirnband für die Schwellung mit. Ja, ganz, ganz wichtig. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich habe natürlich geschaut und verglichen und habe mir wahnsinnig viele Gedanken über das Stirnband gemacht. Und am Ende habe ich aber ein recht breites Stirnband gekauft, was ziemlich ja, lasch eigentlich war, aufgrund dessen, dass es ziemlich groß war. Hat gar nichts gebracht. Hat die ganze Schwellung ist nach unten gesackt. Das Stirnband könnte die Schwellung nicht abhalten. Also schaut, nehmt ruhig ein schmales Stirnband.
was dann ein bisschen die Schwellung hier in dem Bereich zurückhält, damit euch das nicht alles nach unten zackt. Sollte halt auch relativ straff sitzen, ansonsten bringt es halt gar nichts. Hat mir der Arzt dann auch lachend gesagt, dein Stirnband kannst du vergessen. Und 2 Tage später sah ich aus wie so ein Monchichi. Ihr könnt das dann auf den Bildern, die ich hier dazwischen schneiden werde, könnt ihr euch das mal anschauen. Also ziemlich lustig gewesen, die ganze Geschichte. Schlafen Sie mindestens 8 Stunden vorher, das denke ich auch klar. Also die OP an sich ist wahnsinnig anstrengend, das kann ich euch sagen. Von daher solltet ihr gut ausgeruht und gut ausgeschlafen sein, damit ihr das dann auch verkraftet. Waschen Sie Ihre Haare gut, bevor Sie zur OP kommen. Ja, okay. Ziehen Sie lockere Kleidung an, ja, ganz, ganz wichtig. Zur OP selbst kriegt ihr ja eine Art OP-Kleidung. Aber danach müsst ihr halt schauen, dass ihr vielleicht ein Hemd mitbringt. Also nichts, was ihr über den Kopf zieht. Ne? Das ist, denke ich, vollkommen nachvollziehbar. Ansonsten lauft ihr den ganzen Tag mit so einem OP-Leibchen rum und so einer OP-Hose. Weil das Ganze natürlich auch ein bisschen blutig ist, könnt ihr einfach eure normalen Sachen gar nicht anlassen. Geht ja auch um Sauberkeit und Hygiene. Ist eine OP und keine kleine ambulante Eingriff. Von daher klar, OP-Sachen. Lassen sich die Haare nicht zu kurz schneiden? Ja, also geht es, glaube ich, mehr darum, dass man nicht vorher schon absolute Glatze sich schneidet, weil dann wird es, denke ich, mit der Entnahme auch ein bisschen schwierig. Also Entnahme der Grafts. Am Behandlungstag gut frühstücken und ruhig etwas Süßes zu sich nehmen. Ja, also gut, frühstücken kann nicht schaden, weil dann vergeht einem schon der Hunger im Laufe des Tages. Ja, dass man einfach eine gute Grundlage hat und kreislaufmäßig stabil ist. Mir ging es ein bisschen so am Abend, nachdem dann beim Einsetzen auch Schmerzen da waren, dass mich das schon ein bisschen dann dieser dauerhafte Schmerz dann kreislaufmäßig beeinträchtigt hat. Ich denke, da kann man mit einer guten Grundlage, einem guten Frühstück vorbeugen, dass man nicht gleich umklappt nach der ersten Spritze. Und bringen Sie eine Kappe mit. Klar, die Kappe ist Pflicht. Geht auch super, wenn ihr die Kappe schön vorne auf dem Stirnband aufsetzt, ist das eine gute Sache und fällt dann auch gar nicht auf. Ne? Auch wenn ihr dann das Stirnband, wenn die Schwellung dann weg ist, wenn ihr das Stirnband weglasst, könnt ihr euch immer schön die Kappe überziehen. Muss halt ein bisschen lose sitzen, am besten hier vorne ansetzen und dann nach hinten drüber ziehen, sodass ihr halt hinten ja, einfach locker aufsitzt. Geht eigentlich ganz, ganz gut. Stelle ich auch nochmal ein Bilder zu ein, wie das bei mir so die ersten Tage mit Kappe aussah. Ja, also so oder so ähnlich werden eure Instruktionen aussehen, die ihr vom Arzt bekommt und die ihr einhalten müsst. Nach der OP sind es wesentlich mehr Instruktionen, aber darauf möchte ich in einem weiteren Video eingehen, wenn es dann um die Heilungsphase geht. Nächstes Video wird Ablauf der OP. Freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wenn Fragen sind, bitte an newhair24@gmx.de oder schaut halt auf meine Seite, wo alles nochmal beschrieben ist unter newhair24.de. Danke euch, ciao.